Nach der Geschichte des Internets kommt nun die Geschichte des World Wide Webs, einem Dienst, der auf dem Internet aufsetzt. Bereits 1945 schlägt Vannevar Bush eine Art Hypertext-System vor, das MeMex heißt, was mechanisch ist, aber in der Form nie gebaut worden ist. Wenn es gebaut worden wäre, würde es etwa so aussehen wie in diesem YouTube-Film. The owner of the MeMex, let us say, is interested in the properties of the bow and arrow. He has dozens of possibly pertinent books and articles in his MeMex. Die Aufgabe, für die MeMex vorgesehen war, war tatsächlich schon Recherche. Und die Art, wie sie durchgeführt wurde, ähnelt sehr stark der Art, wie wir heute mit dem Internet Recherche betreiben. First he runs through an encyclopedia, finds an interesting but sketchy article, and leaves it projected. Auch das Innere von MeMex besitzt die Komponenten, die heute moderne Suchmaschinen besitzen. Ein Index. In dem verschiedene Sachen gesucht, hervorgeholt und angezeigt werden können. . 1990 entwickelt Tim Berners-Lee einen Webclient. Er konzipiert HTML und programmiert einen Webserver. Tim Berners-Lee ist bzw. war Informatiker am CERN, einem Kernforschungszentrum in der Schweiz. Das Besondere an Tim Berners-Lee Beitrag ist, dass er erkannte, dass man gleichzeitig Adressen in Form von URLs, ein einfaches Protokoll in Form von HTTP und eine Beschreibungssprache für Dokumente, HTML, gleichzeitig benutzen und bringen muss. Und das hat er mit seiner Erfindung getan. Aufbauend auf diesen Standards entwickelten 1993 die Studenten Andreessen und Biener den ersten Webbrowser, der Mosaic heißt. 1994 wurde die Firma Netscape gegründet und 1994 das World Wide Web Consortium. Das World Wide Web Consortium bzw. W3C ist die wichtigste Einrichtung, die sich mit der Organisation, der Pflege, der Weiterentwicklung und der Koordination der Aktivitäten um das World Wide Web befasst. Sie entwerfen Standards, bringen Experten zusammen und was in den letzten 10 bis 15 Jahren sehr gut gelungen ist, sie können auch kommerzielle Interessen hier bündeln und dafür sorgen, dass Entwickler von Programmen an gemeinsamen Standards arbeiten bzw. diese einhalten. Wir finden auf den Seiten des W3C die Beschreibungen aller Standards und Übersichten über sonstige Aktivitäten. Wir werden hin und wieder auf diese Seiten gehen und uns die entsprechenden Downloads angucken. Tim Berners-Lee hat die Idee des World Wide Web weitergedacht. In seiner Vision vom semantischen Web stellt er sich eine allgemeine Plattform für die Zusammenarbeit beliebiger Teilnehmer mit beliebigen Intentionen vor. Das geht nicht mehr so einfach wie zuvor auf Basis von URLs, HTTP und HTML. Stattdessen konzipiert er eine siebenschichtige Architektur, angefangen mit einer gemeinsamen Codierung, darauf aufsetzend Namensschema, einer einfachen Logiksprache, hierauf aufsetzend ein Ontologievokabular, hierauf wieder Logik, die Beweise ermöglicht und letztendlich dadurch Vertrauen schafft.
Der Start dieser Vision war eher enttäuschend und holprig. Doch mittlerweile setzen sich immer mehr Elemente darauf in der Form des semantischen Webs durch. 2019 wurden etwa 1,3 Milliarden Webseiten gezählt, 235 Millionen davon aktiv. Etwa 8 Millionen Webserver liefern die Inhalte aus. Hier sehen Sie ein Organigramm von der Internet Society. Interessant für uns in der Vorlesung ist die IANA, Internet Assigned Number Authority, die ITF, die Internet Engineering Task Force, und die IRTF, die Internet Research Task Force. Die entsprechenden Home-Seiten und ihre Tätigkeiten habe ich hier unten verlinkt. Die IANA ist insbesondere dafür verantwortlich, das Domain Name System zu pflegen, weiterzuentwickeln und die IP-Adressenvergabe zu organisieren. Das zentrale Element zur Beschreibung, Normierung von Protokollen und Abläufen im World Wide Web sind die sogenannte RFCs. Das steht für Request for Comment. Der Name kommt daher, weil in Form eines Prozesses, den Sie hier sehen, ein Vorschlag eingereicht wird, eventuell weitergereicht wird, überprüft wird und erstmal in Testimplementierung überprüft werden muss, ob er die Versprechungen einhält und so zu einem offiziellen Internetstandard eventuell werden kann. Die RFCs haben eine sehr gute Qualität und sind leicht zu lesen. Sie sind im Internet frei verfügbar. Ich gehe mal auf die entsprechende Seite, auf die Sie auch kommen, wenn Sie hier klicken. Auf dieser Seite suche ich zum Beispiel nach dem Dokument für das Hypertext-Transfer-Protokoll. Da gibt es verschiedene. Das älteste ist dieses hier, die berühmte RFC 1945. Und das gibt es in verschiedenen Formen, dass Sie sich das durchlesen können. Klassisch ist diese hier. Sieht ein bisschen altbacken aus, aber ist sehr gut beschrieben und organisiert. Aber es gibt auch PDF- oder HTML-Versionen dazu.